Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einblicke hier bei OK54. Meine Gäste heute Abend hier im Studio sind die Karl-May-Freunde Pluwig und von rechts nach links darf ich begrüßen den Christoph Haag in der Rolle des Butlers. Sag mal ein bisschen was dazu. Du bist der Bandenchef. Ich bin der Chef von der Feinderbande. Und wir überfallen am Anfang halt Siedler, die in den Westen wollen. Das ist aber nicht allzu erträglich und dann werden wir uns mehr aufs Ölgeschäft konzentrieren und sind dort recht erfolgreich. Ja. Die Darsteller des Stückes werden unter federführender Hand von Conny Feist betreut. Du bist der Regisseur von dem Stück. Ja, das ist richtig. Von Anfang an dabei? Ja, aber zunächst nur als Reiter, später dann als Darsteller und seit 2013 dann Regie und Drehbuch. Ja, super. Zwischendurch noch Pyrotechnik. Pyrotechnik, das ist ein wichtiger Punkt, kommen wir gleich noch drauf. Und zu meiner Linken, mein Kindheitstraum, mein Held, der Superlative Winnetou Reinhold Schummer. Herzlich willkommen. Im Jahre 2000 gegründet, 14 Jahre ist es her. Wer ist von Anfang an dabei gewesen? Alle? Ja, ich bin 2001 dazugekommen. Ja, ihr wart 2000, war das ja noch in Hockweiler gewesen. Wie kommt man auf die Idee, Karl-May-Freunde zu gründen? Was war der Anlass? Vor allem mein Kindheitstraum, Winnetou zu spielen. Ja. Habe ich mit dem damaligen Regisseur Conny Wisocki an der Theke Gespräch geführt. Man könnte ja mal für die Aktion Sorgenkind einmal Winnetou spielen. Ja. Sagt er, gut, ich mache Regisseur, spielst du Winnetou. Da haben wir die Idee gekriegt in Hockweiler, haben uns den See mal angeschaut. Da haben wir so einen Präsentationssonntag gemacht. Da waren über 1000 Leute anwesend, haben sich auch 150 Leute eingetragen, für das mit zu verwirklichen. Da war die Idee eigentlich schon geboren. Gegründet, also quasi an der Theke entstanden. Ich habe mir natürlich 8 Leute da damals dazu gesucht, für einen Vorstand zu gründen. Da hat man zuerst die Interessengemeinschaft Karl-May-Freunde und dann später waren wir dann Karl-May-Freunde Hockweiler e.V. Und dann halt eben 2003 sind wir halt eben Pluwig geworden. Ja, dann habt ihr das erste Stück, das war der Schatz im Silbersee, in Hockweiler, noch am See. Ne? Genau. Also wie viele Leute waren damals involviert jetzt so mit Darstellern und Komparsen, so alles drum und dran? Rund 90, würde ich sagen. Und heute, wo steht ihr heute? In etwa gleich. Gleich also geblieben? Also mit Requisiten und hinter der Bühne sind wir unter 120. Ja. Das ist schon eine Menge. Wir wollen jetzt mal reinschauen aus einem Stück von 2007, Der schwarze Mustang. Da schauen wir jetzt mal rein. Viel Spaß. Ja, lass mich fliehen. Wir haben einen Plan, aus dem wir ihn und den schwarzen Mustang fangen werden. Guten Tag, Zylander. Wir sind hier, um mit Lahn zu rechnen. Und Winnetou sehen wir es wirklich. Ja, wir sehen es wirklich. Aus deinen Zügen staubt der Fleisch in Schreckens an. Du hast uns erschießen wollen, jetzt schlotterst du vor Angst. Was bildest du dir ein? Ich? Angst vor dir? Die jagt weder aus Schellenhänden noch Winnetou Angst ein. Versuch doch mal, um ihn zu kontern. Halt! Du bleibst hier, setz dich hin. Beim nächsten Fluchtversuch jag ich dir eine Kugel zwischen den Rücken. Was wollt ihr von uns? Wir haben das Kriegsfeuer gegen alle Fleischgesichter ausgegraben. Ihr müsstet normalerweise am Machterfall sterben. Tok Pihkawa schenkt euch euer Leben und eure Freiheit. Wenn ihr eure Pferde und Gefangenen alle eure Waffen herausgebt. Nein, wir brauchen unsere Waffen und Pferde zum Jagen. Sag das deinem Häuptling. So, liebe Zuschauer, Sie konnten sich jetzt einen kleinen Eindruck verschaffen, was für Arbeit dahinter steckt bei so einem Stück.
Wie lange braucht ihr, um so ein Stück einzuspielen? Jetzt vielleicht mal die Frage an den Conny als Regisseur. Wie läuft das? Wie kann ich mir das vorstellen, die Vorarbeit? Ja, zunächst gibt es eine Leseprobe und dann beginnen die Stellproben noch ohne Pferde. Wir werden da auch ein bisschen was ändern. In dem Jahr werden die Proben mehr auf die Bühne verlegt und so ab Mai beginnen dann die Proben mit den Pferden auf der Bühne. Das sind so etwa 10 bis 12 Wochen, je nachdem, wie das Ganze läuft. Es muss aber doch auch jemand das Material aussuchen, also sprich das Buch aussuchen. Welcher Stoff wird aufgeführt? Wer ist dafür zuständig? Macht ihr das so in einer Art Vorstandssitzung oder machst du das im Vorfeld? Nee, das wird eigentlich schon mit mehreren Leuten besprochen. Wir haben ja auch das Problem, dass das Stück, das ausgesucht wird, auf der Bühne auch spielbar sein muss. Mhm. Also viele Karl-May-Bücher sind bei uns nicht spielbar. Man muss einfach von dem ausgehen, was die Bühne bietet und dann das Beste draus machen. Was bietet eure Bühne jetzt vom Aufbau her? Ich meine jetzt, macht ihr da auch einen ersten Akt, einen zweiten Akt oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das Ganze ist schon in Szenen aufgeteilt und wir haben ja den Halbkessel von dem alten Steinbruch, das ist eigentlich schon eine Naturbühne und wir haben dann die Kulissen so, dass man wirklich dann die Szenen dann punktuell irgendwo ausrichtet. Du hast eben Pyrotechnik angesprochen. Jetzt ist das ja so, der Zuschauer ist ja doch schon sehr verwöhnt von Filmen, Action. Es kann nichts spektakulärer sein. Und wie tragt ihr den ganzen Rechnung? Oh, das ist nicht ganz richtig so. Bei dem Film oder im Fernsehen bekommen da die Hitze nicht mit, da bekommen dann Druck nicht mit. Also das hier, da können wir schon mithalten. Ja. Und auch von der Größe der Effekte denke ich, dass wir uns da auch vor dem Film nicht verstecken müssen. Jetzt hast du eben auch Pferde angesprochen. Du hast ein Pferd, ja, aber du warst nicht immer Reiter, sage ich mal so. Hast dir extra für diese Rolle als Pferd gekauft und der Christoph hat mir Reiten beigebracht. Mhm. Wie viele Pferde habt ihr so im Einsatz pro Stück? Also mit den Wagenpferden um die 30. Ja. Und wie viele Darsteller stehen so in so einem Stück circa auf der Bühne? Das sind die Reiter und dann kommen noch etwa 10, 15 Sprechrollen dazu und dann halt die Statisten dazu. Also teilweise sind auf der Bühne schon 70, 80 Leute in Massenszenen. Du schreibst eben halt, wie auch gesagt, die Drehbücher. Die Dialoge, wo macht ihr die auf? Habt ihr die von Karl-May übernommen aus den Büchern oder sind die frei nach Karl-May? Teilweise. Also das, was sich gut nachspielen lässt, wir versuchen Karl-May so mit reinzubringen, dass man es noch erkennen kann. Aber es ist einmal von der Sprache so, dass das heute einfach teilweise nicht mehr reproduzierbar ist. Dann war das auch eine ganz andere Zeit und ein Teil der Dialoge ist dann schon frei erfunden. Du warst von Anfang an dabei. Wer hat euch das Bühnenbild aufgebaut? Habt ihr das auch jetzt oder gab es da Sponsoren oder habt ihr das alles in Eigenleistung gemacht? Das war alles in Eigenleistung. Wir haben also dann mit Kartons, Paletten angefangen. Sonntags mittags standen wir auf einer Palette, haben dann Sprechprobe gemacht. Und samstags bei den Arbeiten für die Bühne kamen Leute bei und haben gesagt, braucht ihr Unterstützung, braucht ihr Material, braucht ihr Geld? Und da waren 2 oder 3, die kamen also da tatsächlich mit 500, damals noch D-Mark, und haben gesagt, hier habt ihr 500 Mark, kauft ein paar Bretter oder ein bisschen Farbe und dann könnt ihr schön den Winnetou spielen. Christoph, es fallen eine Menge Kosten an bei so einer Produktion, die ja alle 2 Jahre gestartet wird. Das ist ja nicht nur allein, sage ich jetzt mal, von Vereinsgeldern zu bezahlen. Gibt es da Sponsoren, die euch ein bisschen unter die Arme greifen bei den Produktionen? Ja, das ist richtig. Also wir haben jedes Jahr einen Hauptsponsor. Das war in der Vergangenheit auch jedes Jahr immer die SWT Trier, dann die Sparkasse, die Volksbank und auch die Provinzial, die wir als Hauptsponsoren gewinnen konnten. Das Gelände, auf dem eure Kulisse steht, wem gehört das Gelände? Das ist der Gemeinde Bluwich und wir haben das vor 25 Jahren gepachtet und ja. Hast du einen Überblick von der gesamten Spielleistung eures Vereines, wie viele Zuschauer da jetzt mittlerweile waren bei allen Stücken?
Wir hatten jetzt die letzten Jahre immer 13.500. Ja. Und das sind immer, wie viel Mal führt ihr das Stück auf? Ich spiele jetzt 4 Wochenenden immer 3-mal. Ja. Mit 1159 Leuten. Wow. Und ist das denn auch, was Parkplätze angeht, ist das alles so bewerkstelligt oder gibt es da ein Chaos? Nee, wir kriegen immer die Grad 63 gesperrt, die Zeit, ja, als Parkplatz. Ist ohne Probleme machbar. Ja, super. Wir schauen jetzt noch mal gerade rein in die Produktion aus dem Jahre 2009, Sohn des Bärenjägers. Viel Spaß bei den folgenden Ausschnitten. Mein Weg führt mich schon durch euer Gebiet. Ich hätte viele von deinen Kriegern töten können, bevor du mich töten könntest. Aber das will ich nicht. Ich biete dir an, mit 2 deiner Krieger zu kämpfen. Sie mit dem Tomahawk, ich ohne Waffen. Sollte ich den Kampf gewinnen, lasst mich ziehen. Ihr seid weit und breit als die besten Schützen bekannt. Könnt ihr uns nicht ein paar Tipps geben? Was haben die euch getan, dass ihr uns auflauert? Der kam als Feind zu uns. Pah, woher weißt du, dass wir eure Feinde sind? Weil ihr eure Medizin verloren habt. Du hast recht, wir brauchen Kalbe zur Medizin. Ergebt euch, sonst töten wir euch. So, das war zwischendurch mal wieder ein bisschen Action pur. Meine Frage jetzt an Winnetou. Fallen ja jede Menge Requisiten an, die Kostüme. Wer macht das bei euch? Da haben wir ein paar Frauen dafür, die in Ordnung halten oder neu nähen tun. Und die ganzen Kostüme hängen bei mir zu Hause. Ja, das ist doch, ist alles hier richtig? Leder. Oh, das ist aber schwer. Man ist Romika-Leder. Ja, das schwitzt man aber doch ganz schön bei der Action. Ja, hier extrem. Wie ist das mit der Action jetzt? Kampfszenen und so weiter und so fort, habt ihr da einen Choreograf oder macht ihr das so bauchfrei? Meistens haben wir bauchfrei gemacht, aber wir sind jetzt dran, der uns unterstützt dabei, haben wir jemanden gefunden, ich denke, dass er auch wieder mitmacht nächstes Jahr. Der Jan Krüger. Also, der hat ja hier in Dreher die Gladiatorenschule. Ach, ja. Und dadurch ist er natürlich, was Kampfchoreografie angeht, schon sehr gut. Dass ihr die Stücke nur alle 2 Jahre aufführt, hat das irgendeinen Grund? Ja, das ist schon eine ganz enorme Belastung für die Leute, die mitmachen. Also bei mir geht da der ganze Jahresurlaub drauf. Dann, wenn man mit den Pferden arbeitet, hat man eigentlich noch mehr zu tun. Und da ja keiner von uns dafür Geld bekommt, wäre jedes Jahr Spielen schon ziemlich stramm. Und eure Bühne steht aber das ganze Jahr über. Wer macht die Winterfest, Wetterfest? Kümmert sich da einer drum? Oder baut ihr da nochmal alles ab? Bin ich mit federführend dafür. Ja. Wir bauen ja auch alles selber. Ja. Die ganzen Westernstadt, egal was da oben steht, alles haben wir selber gebaut. Mhm. Sind jetzt sogar dran, noch eine Postkutsche am Bauen. Und wie groß ist das Areal jetzt, wo sich da alles abspielt? Ich meine, so ein Pferd muss ja auch ein bisschen Auslauf, Auslöcher. Also die Spielfläche hat etwa 1200 Quadratmeter. Ja. Und dann sind natürlich noch die Zuwege. Ja. Die Pferde sind auf Wartepositionen, die man vom Zuschauerraum aus nicht sieht. Wenn man das alles dazu nimmt, dann hat man schon eine Fläche von einem halben Hektar. Wie gliedert sich euer Verein jetzt auf? Jetzt mal oben federführend natürlich der Vorstand. Aber was gibt's da? Ich habe gehört, ihr habt da noch diverse Unterabteilungen, die sich eben halt auch so ein bisschen um die Vermarktung kümmern. Wen habt ihr da noch? Oder wer ist erwähnenswert? Wir haben noch eine Jugendbetreuerin. Er macht die ganze Pressearbeit, der Wolfgang. Und Geschäftsführende Vorstand haben wir 4 Personen und erweiterten noch 5. Ich habe auch gehört, ihr macht auch Jugendarbeit. Es gibt da wohl die Karl-May-Jugend. Wie bindet die sich ein oder was macht ihr da? Ja gut, die Jugend muss man ja halten. Es ist ja heute nicht mehr so einfach für einen Verein überhaupt Nachwuchs zu bekommen. Ja.
und seit 2012 führen den dem Sommerfest, das alle zwei Jahre zwischen den Spielzeiten stattfindet, auch ein Stück auf. 2012 war es zum ersten Mal, da sind einfach Szenen aus den drei Winnetou-Filmen gespielt worden. Und jetzt in diesem Jahr haben wir es so gemacht, dass einfach ein Trailer für das folgende Stück gespielt worden ist, allerdings ohne Pferde, weil einfach noch sehr junge Leute dabei sind, da wäre das mit den Pferden ein so großes Risiko. Auch federführend jetzt involviert? Ja, ich habe das Drehbuch in dem Jahr geschrieben, aber die Inszenierung habe ich nicht gemacht. Das hat der Frank Geibel mit seinen Leuten gemacht. Ja, wir schauen jetzt nochmal in eine Produktion rein aus dem Jahre 2011. Und da möchte ich den Conny fragen, was habt ihr 2011 gemacht? Das war der Geist des Lano Estacado, also der zweite Teil von Untergeiern. Ja, da schauen wir jetzt mal rein. Wir werden wohl noch ein paar Tage bleiben müssen. Wir erwarten Freunde. Ich wollte mich hier mit Old Shatterhand treffen. Was? Old Shatterhand will hierher kommen? Ja, der dicke Jamie und der lange Davy ist auch dabei. Hey, das muss ich aber meiner Frau erzählen. Barbara? Dieses Gewehr hatte er dabei. Also seid ihr sein Mörder. Wie wollt ihr das beweisen? Er war mein Freund. Und ich kenne sein Gewehr ganz genau. Sein Name ist eingraviert. Ihr seid der Mörder. Bleib stehen, sonst trifft dich die Kugel. Juggernaut, Hopper Frank. Legt auf ihn an. Sollte er sich bewegen, schießt ihn nieder. Ich bin unschuldig. Ihr dürft mich nicht lynchen. Ich werde dich nicht lynchen. Wir werden uns Auge in Auge gegenüberstehen. Jeder mit seinem Gewehr. Es wird ein ehrlicher Kugelwechsel sein. Bist du ihm schon einmal begegnet? Ja. Vor zwei Jahren. Ich ritt mit meinem Vater durch den Lano Estacado. Wir hörten einen Schuss und sahen den Geist davonreiten. Da lag ein Bleichgesicht mit einem Loch in der Stirn. Mein Vater kannte den Toten. Es war ein gesuchter Mörder. Wie sah der Geist damals aus? Genau wie der, den wir heute gesehen haben. Die Hunde brennen im Bergwart, die Grubengas und das Dynamit entzünden sich, bringt euch in Sicherheit! Conny, die Kostüme und auch das Bühnenbild, da legt ihr auch ein bisschen Wert, dass das Ganze authentisch aussieht. Wo habt ihr euch da diese Informationen hergeholt, Quellen? Da gibt es eigentlich sehr gute Quellen, die von Völkerkundlern geschaffen worden sind. Zum Beispiel Karl Bodmer hat ja einen Maler mit dabei gehabt. Oder der Karl Bodmer war ein Maler und hat damals den Westen Amerikas bereist und hat von den Indianern auch so die Bilder gezeichnet, dass man die Kostüme reproduzieren kann. Es gibt noch andere Maler aus der damaligen Zeit. Und in Deutschland gibt es eigentlich ein sehr großes Western-Hobby von Leuten, die das Indianische nachstellen. Und da bekommt man also schon museumsreife Reproduktionen. Und was sich auch mal lohnt, ist ein Besuch im Ledermuseum in Offenbach. Die haben noch Originalstücke aus der Zeit, nicht nur indianische Kleidungsstücke, auch von Cowboys, von Gebrauchsgegenständen aus der Zeit, Zettel. Und das ist schon viel wert. Jetzt hat natürlich der Winnetou dieses authentische Filmkostüm an. Denn Winnetou ist ja ein Apache und die Apachen waren ja doch meistens nicht voll eingekleidet, soweit ich informiert bin. Ist das richtig? Teilweise ist es so, die Apachen waren ja im Südwesten, der war sehr heiß, also die hatten sehr viel Stoffkleidung. Nur zum Kampf hatten die sich eigentlich bis auf den Lendenschurz ausgezogen. Das hat auch einen ganz praktischen Grund, wenn man Stofffetzen in eine Wunde bekommt, dann gibt es eine Infektion. Damals gab es keine Antibiotika. Das ist eigentlich der Grund dafür, weshalb die sich ausgezogen haben. Euer Bühnenbild jetzt, habe ich gesehen, die Häuser und so. Ist das echt oder ist das jetzt, wie du eben sagtest, Pappmaché? Nein, das ist alles echt. Also die Westernstadt ist aus Holz gebaut, wie es früher üblich war. Und man sieht von vorne die Front. Die sind auch lebensgroß. Und dann haben wir ein Pueblo oder
die Gebäude, die halt in der Wüste waren, die sind dann mit einer Front, die einfach verputzt wurde und dann angestrichen ist. Jetzt kommen wir zum neuen Stück, zum aktuellen Stück. Da geht es nächstes Jahr los. Die Vorbereitungen laufen und zwar ist das der Ölprinz. Conny, kannst du uns ein bisschen was dazu sagen? Stand der Dinge, wie weit seid ihr mit den Vorbereitungen? Das Drehbuch ist soweit fertig und jetzt kommen die Rollenbesetzungen, das Casting für die Rollen und dann geht es auf der Bühne los. Die Umbauten auf der Bühne, die halten sich diesmal im Grenzen, weil das einfach in der gleichen Gegend spielt wie das letzte Stück. Und auch von den Kulissen passt das fast. Also sind ein paar kleinere Umbauten notwendig, aber im Großen und Ganzen wird die Kulisse bis auf den Teil, der das Ölfeld darstellen soll, so bleiben. Jetzt sind wir eingefleischten Karl-May-Freunde, Fans, haben natürlich tun auch ein bisschen was an den Darsteller auf, beziehungsweise an den Typen, die mitspielen. Wer erwartet uns denn im neuen Stück? Ist der Old Shatterhand mit dabei? Ja, wir spielen so, wie es im Buch beschrieben ist. Es sind die Figuren aus dem Buch dabei. Und beim Ölprinz ist der Old Shatterhand dabei. Es ist Winnetou kommt vor, der Ölprinz und sein Halbbruder, der hier rechts von mir sitzt. Und es geht eigentlich um eine recht aktuelle Sache. Es geht um Öl, es geht um viel Geld und es geht um jemanden, der einfach die Geldgier anderer Leute ausnutzt, um seine krummen Geschäfte zu machen. Es ist ein Bankier da, der eigentlich zu den reichsten Leuten Amerikas aufsteigen will und vor lauter Geldgier gar nicht sieht, was er da reinläuft. Also ihr habt gleich mehrere Bösewichte, das ist einmal der Ölprinz und dann die ausführende Hand, den Butler mit seiner Bande. Ja, das ist richtig. Es sind auch mehrere Handlungsstränge. Aber wenn man da genaueres wissen will, sollte man sich die Vorführung dann ansehen. Wann geht's los? Die Aufführungen oder die Proben? Die Aufführungen sind im Juli und August nächsten Jahres. Es sind 4 Wochenende, jeweils Freitag, Samstag, Sonntag. Und es geht immer abends um halb 8 los. Das hat auch den Vorteil, dass die zweite Hälfte des Stücks im Dunkeln spielt und da kommt halt die Pyrotechnik besser raus. Im Dunkeln kann man die einzelnen Szenen besser ausleuchten. Das heißt, es ist dann eigentlich der schönere Teil des Ganzen, weil die Bühne da einfach durch die Beleuchtung ganz anderes Flair bekommt. Also ihr arbeitet eben halt auch mit Licht, habt ihr alles. Wie ist das, was mich jetzt so interessiert, dramaturgisch, da bin ich natürlich bei dir an der richtigen Adresse als Regisseur, habt ihr auch Musikeinspielungen? Ja, sicher. Die Dramaturgie? Die Musik untermalt ist. Ja, also das muss dann schon auch durch die Musik untermalt werden, wenn jetzt eine spannende Szene kommt, wenn jetzt Action kommt, wenn irgendwas Bedrohliches ist. Also das wird schon dann entsprechend untermalt. Gut. Dann schauen wir uns noch mal ein bisschen Action an, ganz aktuell vom letzten Jahr im Tal des Todes. Schluss mit den Höflichkeiten. Wo ist das Geld? Wir sind arm, wir haben nichts. Haltet mich nicht für Dummes. Wer Land kaufen will, der braucht Geld. Wir kriegen es so oder so. Ihr wollt doch nicht, dass euren Kindern etwas zustößt. Wir sind nicht weit von hier auf Bladicek und seine Bande getroffen und haben sie belauscht. Wir helfen euch. Na, dann habe ich ja noch Hoffnung, dass alles gut geht. Aber sagt, wie habt ihr uns gefunden? Wir haben gehört, was euch widerfahren ist. Deshalb sind wir euren Spuren bis hierher gefolgt. Haha, den Wunsch kann ich euch sofort erfüllen, Meschurs, wenn ich mich gestört habe. Hände weg von den Waffen! Ihr seid umstellt! Ergebt euch! Hol euch der Teufel! Halt still bleiben! Wie könnt ihr nur so dumm sein, uns entfliehen zu wollen? Sam, binde sie! Will, Dick, schaut nach ihren Wunden. Tapfere Krieger der Mojave, hört Yara Teva. Unser Kriegszug steht unter einem guten Stern. Manitou gibt uns eine große Zahl unserer Feinde in die Hände. Unter den Bleichgesichtern sind Männer, deren Tod uns großen Ruhm einbringt. Der große Jäger in Chavanonton führt mit Winnetou den Kriegszug an. Sam Hawkins, Dick Stone und Will Parker sind auch dabei. Holen wir uns ihre Skalpe, Pferde und Waffen und schmücken unsere Tipis mit den Trophäen unseres Sieges. Krieger der Mojave, macht euch zum Kampf bereit! Woo! Ja.
Vater, Winnetou. Töte mich, meine Leute sind in der Nacht. Winnetou, will ich das Blut des Eisernen Bären. So, das war wieder ein bisschen Action pur. Alle zwei Jahre ein neues Stück. Das war aus dem Jahr 2013 im Tal des Todes. Und 2015 steht also der Ölprinz an. Wir haben uns ein bisschen drüber unterhalten, was den Zuschauer erwartet. Wann ist die Premiere genau? An welchem Tag? Das ist der Samstag, 18.07. Ja. Gibt es auch schon Karten zu kaufen? Oder, ja, dieses Jahr haben wir zum ersten Mal einen Ticketshop im Internet. Das heißt, wenn man auf unsere Homepage geht, dann kann man jetzt schon Karten bestellen. Nenn die mal die Homepage. Das ist www.karl-mai-freunde.de. Und da kann man sich die Karten, da sind die Vorstellungen aufgeführt mit Datum und dann kann man sich eben halt entscheiden, für welche Vorstellung man die Karten. Ja, das ist richtig. Also das ist der eine Vertriebsweg. Es wird aber auch an den bisher bekannten Vorverkaufsstellen werden, auch noch Karten zu haben sein. Wie ist es mit der Anreise? Soll man mit dem Bus kommen oder gibt es genug Parkmöglichkeiten? Gut, ich meine, wenn man mit dem Bus kommt, hat man die Probleme nicht, aber es werden sicher ausreichend Parkmöglichkeiten geschaffen werden, wie die ganzen Jahre vorher auch. Und ihr seid jetzt schon in freudiger Erwartung, die Sprechproben fangen jetzt an oder sind schon mit? Nee, die Sprechproben werden erst im nächsten Jahr beginnen. Jetzt kommt erstmal die Rollenverteilung, jetzt kommt noch das Casting, weil wir auch einige Rollen ausschreiben. Wir wollen ja auch den Leuten, die Interesse an der Schauspielerei haben, eine Chance geben, dass sie sich für eine Rolle bewerben. Und wenn hier jemand zusieht, der Mann ist, reiten kann, kein Bierbauch hat, da könnten wir auch noch ein paar Leute brauchen. Da falle ich hier schon glatt weg. Ich möchte mich bei euch bedanken für euer Kommen, für dieses Gespräch. Und ich wünsche euch natürlich für eure Spielzeit 2015 alles erdenkliche Gute. Werbung braucht ja keiner, wird eh ausverkauft sein. Und ich verspreche euch, ich werde erstmals die Gelegenheit nutzen, mit dabei zu sein. Ich schaue mir das Stück an und ich hoffe, Sie zu Hause haben auch ein bisschen Appetit bekommen auf das neue Stück der Karl-May-Freunde, der Ölprinz. Und ja, ihr würdet euch sicherlich alle freuen, wenn reichlich kommen. Und wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuschauen. Und wenn Sie zu spät zugeschaltet haben und eventuell sagen, Mensch, das war ein toller Beitrag, den möchte ich mir gerne nochmal angucken, dann gibt es die Gelegenheit unter www.ok54.de/mediathek. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Das war's für heute. Tschüss, sagt Ihr Axel Schweiß.